Halleluja, Leute. Also, Nico muss jetzt lachen, weil ich eben Halleluja gesungen habe. Also, ehrlich, ich weiß nicht, was ich zu diesem Spiel noch sagen soll. Es ist einfach... geil. Nein. Also im Prinzip, ich kann jetzt dir die Schuld geben, weil Nico meinte ja, wir müssen da das Wasser wieder rauslassen und bla, und dass sich dieser schiefe Turm von Pisa immer wieder schief stellt, das scheint vorgesehen zu sein vom Spiel, denn man musste sich vom Hammer aus hier hinschwingen über das Ding direkt und dann hier das unten... Das hatte ich dir aber vorhin schon gesagt und du sagst, nee, von den schiefen Turm, ja, das mir erschien die Entfernung gleich und man hätte sich dann ja einfach nur runterlassen müssen, aber gut. Wir haben beide Fehler gemacht und wir sind jetzt oben und fertig. Richtig, aber wir haben letztens da ich kann schon nicht mehr sprechen, so verwirrt bin ich. Auf jeden Fall, wir haben da letztens mal schon so lange drin rumgesucht, jetzt auch nochmal ungefähr eine Stunde. Und jetzt kann es endlich weitergehen. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe sogar schon einen Speicherstand angesetzt, der folgendermaßen heißt. Er heißt Fuck, weil ich überhaupt nicht genervt war. Aber gut, wir können hier wieder weg, wenn ich das richtig sehe. Ja, außer du willst hier noch an den schönen Ort bleiben. Nein, also diesen Ort, den möchte ich ganz schön schnell wieder ganz gerne vergessen. Wo ist eigentlich unser Motorrad geblieben? Motorrad ist... Da ist eine Vase. Ach so, wo? Die Vase. Wo? Danke, zwei sogar. Bloß die Vase, ich glaube, da ist nichts drin, weil wir das letzten schon. Oh. Doch. Ja, gut. Merkwürdig das. Wenn man rausgeht oder nochmal stirbt, dann werden die nochmal resettet mit Schätzen. Das wäre aber ziemlich unnötig eigentlich. Na komm, du wolltest doch gerade schon von selber hoch, oder? Ja, das Spiel wusste, dass du da stirbst. Oder dass wir sterben. Ja, es ist... Ich sag da nichts mehr zu. Wir haben es geschafft und ich bin auch richtig, richtig, richtig froh. Jetzt darfst du deine Motorrad-Skills beweisen. Die ich nicht habe. So. Oh, dieses Geräusch ist schön. Wenn der Motor so aufheult. Ja, am besten noch die Beatbox. Ja, hier sind wir doch auch mit Motorrad ganz schön unser Arsch. Nö. Doch. Wie kommen wir denn darüber? Soll sie das da mal eben rüberwerfen? Hä, du kannst doch linke Seite, schau mal, was da für ein Muster ist. Da gibt's doch bestimmt Vorkräfte. Danke, danke, danke. I don't have seen that. Oh, es gibt Torkräfte. Welch Wunder. Vor allem, wie leicht das einfach aussieht. So, oh. Ja, du kannst das schon durch. So fett bist du auch nicht. Also mit Motorrad. Gut, Lara ist dünn, aber mit Motorrad, Ja, okay. Aber ihr Arsch ist fett. Hätte ich jetzt lieber nicht sagen sollen. Naja, wir haben es aber geschafft. Ja, das ist toll. Gott sei Dank. So, wir haben ja da war noch eine Vase. Die hat man nämlich so auch nicht gesehen. Geh mal runter. Man kann die auch überfahren. Man kann die auch überfahren. Die armen Vasen, dann sind sie ja tot. Da ist kein Leben drin. Aber Lehm. Naja, wahrscheinlich eher Ton, aber gut. Ja, ja gut, gibt's auch, Musik. Es gibt ja auch Lehmhütten. Gibt's da noch Lehmvasen? Keine Ahnung. Google. Google, dein Freund und Helfer. Ach ja, jetzt sind wir ja wieder hier. Ich will euch überfahren. Vielleicht sind sie wieder so. Na? Die schwebt in der Luft. Du musst die Feuer nicht töten. Wir müssen die nicht töten? Nö, wir können einfach drüber fahren. Also drüber fahren. Wir können einfach reinfahren, oder? Nein, wir kommen. Das Tor ist zu. Ja, wir müssen kommen uns doch wieder auf die. Hä? Da schießt sie gerade. Ja, sie zielt auf die eine und auf die andere. Das ist aber ein Bug gewesen. Das macht sie eigentlich nie. Genau. Nie. Hey. Geh weg. Ja. Weil wir müssen jetzt das Motorrad wieder auf die eine Steinkarte stellen. Ja, aber wir kriegen es hier doch gar nicht mehr hoch, als ob die jetzt da... Klar. Als ob die da drüber fährt. Also... Nee. Als ob die doch da drüber... Aha, okay. Ich habe nichts gesagt. Das Tor ist offen. Also können wir durchfahren? Ja, durch die Spinnen. Nee. Na, müssen wir ja wieder an den Anfang. Warum ist eigentlich das Licht vom Motorrad an? Aber egal. Besser als nichts. Ui. Hallo, ich bin hier. Tschüss. Die haben wir ganz schön platt gemacht.
Hier. Nee, nee, das habe ich auch gerade noch gesehen. Denn wir müssen wir jetzt hoch. Diese Hangelaktion machen. Na, das war in dem Part auch schön, wo wir uns da so... Ja. Na, geh mal hoch. Wir hatten halt Kommunikationsprobleme. Yes. Ja, oder ist das jetzt schon wieder die falsche Seite? Nein, 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 das ist richtig. Okay. Weil wir müssen uns dann nämlich an dieses Teil ranhängen und dann geht Zugbrücke nach oben. Nein, Lara, das solltest du nicht. Du solltest eigentlich springen auf die andere Seite. Und die Kamera ist schon nach da. Also noch mehr nach da geht nicht. Oh Gott. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich das Spiel auf CD hätte oder wie auch immer und wir das durchgespielt hätten, würde die CD wahrscheinlich... Nein! Doch. Dann schickst du mir lieber per Post. Ja, ich hab's ja nicht. Und jetzt müssen wir wohin? Nach links. Da dranhängen, ne? I say doch, dass wir uns daran hängen müssen und dann geht das Teil. Ach ja. That I mean. That das geht you übrigens mean. Auf Zeit. Och, danke. Schnell. Da, ja, ich muss ja erstmal. Das reicht nicht, das reicht nicht. Komm schon. Wie sie sich beeilt, obwohl das nicht auf Zeit geht. Oh, hat er mich jetzt ernsthaft wieder verarscht? Ja, weil das Teil nämlich gar nicht nach unten gehen kann. Also ja, nach oben gehen. Warum? Kann. Hier kann alles nach Zeit gehen. Da braucht das nicht realistisch für zu ja, sein. Ja klar, aber das Ding ist ja schon nach unten und man hat, also das weiß ich noch, man hat so einen kleinen Ton gehört, also so ein kleines Geräusch, dass es einrastet. Okay. Also ist es nicht meine Schuld. Halt, der Xibalba-Schlüssel, doch, der kommt dorthin. Bitte rein da. Wieder verarscht. Das ist nicht nett, Nico. Gar nicht. Ja. So, jetzt geht bestimmt dort das auf. Das geht aber auf Zeit. Verarsch mich nicht schon da wieder. Da schwöre ich drauf, da geht auf ach, Zeit. Ach, die Stelle wieder. Aber. Danke. Ich sage nichts und trinke an meinem Wasser mal kurz. Ja, logisch schön. Was hatten wir denn da jetzt für ein Gewitter? Und jetzt? Muss ich das nochmal einsetzen, oder wie? Klar, wir müssen nochmal den Kopf einsetzen und den Schalter. Ja, als ob. Ja, ich hab das nur geparkt. Wir brauchen vielleicht schon viel Anschwung. Okay. Because we müssen da hoch. Oh, darf ich nur nicht zu weit zurückfahren, sonst landen wir zwischen den Stacheln. Nein, 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 nein. Ja. Ich dachte, das wolltest du. Ja, eben mal kurz aufgespießtes Motorrad, lecker. Ja, mit ein bisschen Motoröl. Also über das Motorrad mache ich mir keine Sorgen. Nur um Lara. Ja, okay, so, aber jetzt nicht wieder zu weit. Warum Sorgen machen? Nee, ich meine, die hat dich ganz schön... ganz schön verärgert. Genervt. Sehr. Naja, gut, nicht sie, sondern die Entwickler oder wie auch immer. Ja, aber wo soll sie denn da hin, wenn das da... das... Hä? Da geht's doch nach oben. Ja, und da ist die Schlucht. Ja, also, da kommst du... Schau! Aha. Sid, ich habe alles, um ihr Thors Hammer zu holen. Hast du bessere Koordinaten für mich? Ja, ich habe die Fotos vergrößert, die dein Dad von der Karte gemacht hat. Ich schick sie dir auf dein PDA. Und dein anderes Projekt? Ich habe sie noch nicht gefunden. Aber ich arbeite dran. Ich melde mich, wenn ich auf Jan Bayern bin. Jan Mayen, oder wie sie es auch immer ausgesprochen hat. Thors Hammer ist eine der mächtigsten Waffen der Mythologie, stark genug, um während der letzten Schlacht der Ragnarök den unsterblichen Halbgott Jörmunganda zu töten. Aber ich suche keine Macht, sondern Antworten, die Wahrheit hinter den Mythen, die diese alten Mythen, nein, Maschinen, hervorbrachten. Und wie Lara gerade schaut, das ist auch sehr komisch. Ja. Ja, leichtes das oder untere, schwer? Da schaut sie normal. Na, sie guckt
Beide Male eigentlich, nur dass sie da anders angestrahlt ist. Aber man merkt, ich kann schon nicht mal mehr richtig lesen, weil mich das Spiel so fertig macht. Also ja, ich hätte aber, jetzt. Aber ich sag dir ja auf Zeit geht das. Also. Na, gut, das also nehmen wir das. Ja, wieder die Maschinenpistole oder die Schrottflinte. Ja, Maschinenpistole. Gut, nehmen wir mal die. Ja. Hey, erinnerst du dich an dieses sündteure Schiff von Amanda? Das Schiff auf dem Grund des Mittelmeers? Ja, genau das. Es gibt noch eines. Die Tisiphone liegt an der thailändischen Küste vor Anker. Die wühlen wohl in den Resten, die du zurückgelassen hast. Gute Arbeit, Sid. Danke. Ruh dich ein bisschen aus. Ab hier übernehme ich. Sei vorsichtig. Und wenn du Amanda siehst, bestell dir Grüße von mir. Tor der Toten. Da wird einem doch gleich angenehm kühl, wenn es hier draußen bei uns so warm ist. Ja, und das war auch gerade irgendwie so ein Bug, oder war der nur bei mir? Was also, denn? Dass mal kurz sie draußen stand und dann wieder auf dem Motorrad? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Muss ich dann mal schauen beim Schneiden. Na, kann ich dir dann sagen. Halt. Na? Aber im Schnee hier so rumzudriften, also ich meine, ja. Ja, es sah schon geil aus. Was steht da hinten? Das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner, die darfst du aber gerne töten. Also die kann man überfahren. Die kann man überfahren. Will ich das? Ja klar, wir müssen ja eh runterfahren. Naja. Da ist eine Apparatur, die uns sehr weiterhilft. Warum sitzt sie jetzt nicht mehr auf dem Motorrad? Hat sie sich gedacht, abgesprungen ist. Hat sie sich gedacht, epische Musik, epische Landschaft, gehen wir mal von dem Ding runter? Oh Gott, ey, das. Nee, das war mir schon wieder viel zu hoch. Na, schön ist es nicht, aber sagen wir mal so, wir müssen da nicht rumklettern, sondern die gute Lara. Und wenn sie sich was bricht, das sind nicht wir. Aber ich meine, du darfst ja gerne mal, also wir können gerne mal runterspringen. Ne? Wir können mal schauen, wie das knackst. Das wäre fies. Noch ein bisschen Bowling spielen hier. Aber ich glaube eh, wir fallen runter. Halt, Basen. So, was soll das heißen, wir fallen runter, weil Noxi wieder nicht fahren kann, oder was? Nee, weil Monster, wenn die uns wieder anspucken und so, ja. Wirst schon sehen. Was sind das jetzt eigentlich für Monstren? Ach, dieselben immer noch. Yes. Man hört jetzt... Deine Katze. Ja, schon zum zweiten Mal gerade. Ihr habt die bestimmt eben auch schon voll gehört. Aber wenn man einmal einen Schlinger drin hat, dann... Aua. Was hab ich gesagt? Gut, aber es hat uns niemand angespuckt. Ja, und? Dann waren es halt deine Fahrskills, wie du es gesagt hast. Ja, die hab ich nicht. Ne? Deswegen... So, Katze, kannst du dich noch 2 Minuten 12 beherrschen, dann lasse ich dich raus. Ja, es ist echt extrem. Aber ist doch süß. Ich glaube, im Video hört man es dann auch. Ja, die Vasen lasse ich da jetzt stehen, die sind sowieso leer. Tschüss. Schon wieder. Ach, Katze, gleich. Gleich. Gott. Geht das jetzt hier irgendwann auch mal weiter runter oder ist das nur noch im Kreis? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da bin ich gerade sehr erstaunt, dass du diese Stelle auf einen Schlag geschafft hast. Geh runter. Lässt du mal die Motorrad bitte in Ruhe, du. Du Typ, du. Na, ich habe nur wegen den Vasen angehalten. Wir nennen es den Prototyp C. Aber das sind nicht dieselben wie eben. Die sehen ein bisschen anders aus. So ein ganz kleines Müh. So sehen sie anders aus. So langsam. Noch eine Vase. Das ist nicht nett.
Ja, wir können sie auch überfahren, aber das tue ich nicht, falls mal was drin ist. Bald sind wir ja unten. Bald, also in 100 Jahren. Ach nein, wir sind unten. Halle der Gefallenen. Valhalla, Odins Halle, in der sich die gefallenen Krieger auf die letzte Schlacht des Ragnarok vorbereiten. Das ist also das Valgrind, das Tor der Gefallenen. Alt ist dies Tor und es zu öffnen vermögen nur noch wenige. Wo sind die Walküren, wenn man sie braucht?